So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir wollen heute wieder einen Feldforschungsdurchbruch abholen und eine nächste Generation 4 Entwicklung durchführen, die mir noch fehlt. Wir nehmen mal das untere, schauen erstmal, was da normal drin ist. Der Stempel für heute, 3. Januar, bis das wieder online kommt, vergeht wieder ein bisschen. Ich muss ja erst immer noch die Jahresabschlussreihe fertig machen, nehmen das aber heute schon auf. Damit ich mit den anderen Sachen weitermachen kann, sonst kann ich ja keine, einfach fabelhaft, yeah, sonst kann ich ja keine Stempel mehr sammeln. So, dann tüten wir erstmal das Nebulak ein, leider kein Shiny. Das ist natürlich eine coole Sache, wenn man da mal ein Shiny rausbekommt, bekommt man aber nicht, wie ihr seht. Kann es mit allen aufnehmen, Angriff 15, ja, das schicken wir trotzdem mal weg, der Platz ist begrenzt. Dann mal schauen, was im Feldforschungsdurchbruch kommt. 2000 Staub, Hyperball, ja, kein Sinostein, aber wir haben ja noch etliche übrig aus den PvP und bekommen ein wildes Zapdos. Okay, das kann man mal mitnehmen. Da können wir jetzt wieder gelbe Bären nehmen oder es kann ja eh nicht fliehen. Wir probieren es einfach mal so. Diesmal nehme ich auch extra die gelben Bälle, damit wir nicht 100.000 Versuche brauchen, sondern nur 5 Millionen wahrscheinlich. Wieder mal ein gelber und ein gelber, das gesellt sich gern. Einfach fabelhaft, so muss es sein. Ihr wisst ja, mittlerweile kann nicht nur Zapdos, Lavados, Arctos rauskommen und nicht nur Raikou, Entei und Suicune. Ihr könnt also jetzt auch Ho-Oh und Lugia aus dem Feldforschungsdurchbruch erhalten. Vögel, alle wie sie sind, auch als Shiny, also Arctos, Zapdos, Lavados, Ho-Oh und Lugia auch als Shiny aus der Feldforschung zu bekommen. Und da war es drin im dritten Ball. Da checken wir auch nochmal kurz die IV. Kann es mit allen aufnehmen. Angriff 15, das ist ja wie beim Nebulak. Können wir es auch gleich wegschicken. Nee, das heben wir mal auf, auch für PvP. Ihr wisst, für die 1500er Liga kann man das immer gerne mal mitnehmen. Und dann haben wir noch eine Gen 4 Entwicklung und da habe ich mir heute mal ein Porygon rausgesucht. Junge, jetzt habe ich schon zweimal falsch eingegeben. Zweimal. Po. Und zwar wieder ein 100% Porygon. Das werden wir mal hier durchchecken. Kannst mit allen aufnehmen. KP, Angriff, Verteidigung. Beste, was ich je gesehen habe. Das werden wir jetzt so tun, noch zweimal pushen, dass das auch auf dem Maximum ist, auf Level 40. So, die letzten zwei 15er hebe ich mir da immer auf, damit wir nicht zwei Stunden lang hier rumpushen müssen. Jetzt ist es auf Level 40, wie ihr seht. Das habe ich gar nicht bedacht, wir brauchen ja natürlich auch erstmal das Upgrade. Das haben wir aber hier, das Upgrade, so wird Porygon natürlich zu Porygon 2. Obwohl ich immer noch finde, dass die erste Form die coolste ist, mit allen ihren Ecken und Kanten, ist auch am größten. Irgendwie wird das nämlich immer kleiner, beziehungsweise wirkt immer kleiner, wenn man das mal nebeneinander betrachtet. Jetzt diese rund gelutschte Gummiente. 2700, also das hat schon eine mächtige Steigerung hinter sich. Und jetzt nehmen wir natürlich wieder einen Sinostein und machen aus Porygon 2 ein Porygon Z für den nächsten Gen 4 Pokédex Eintrag. Mir ist ja eben auch noch was ganz Krasses passiert, als ich beim Rewe vorbeigekommen bin, saß da einfach mal eine Weiterentwicklung von einem Gen 4 Pokémon, was mir auch noch gefehlt hat, wo ich die Vorstufe nicht mal habe, habe ich jetzt gefangen, werde ich euch die Tage dann auch mal zeigen. Und das seht ihr ist Porygon Z mit 3266 Kraftreserve und Solarstrahl. Ja. Metzing, Baden-Württemberg. Das habe ich am 15.09. ausgebrütet, als es die ganzen kontinentalen Eier gab. Komischerweise steht jetzt hier ein Zweier-Ei dran, das kam aber aus dem Siebner und ich glaube Siebner werden gar nicht unten angezeigt. Das habe ich aber zusammen mit Tauros, Kangama, Porenda und Co. gebrütet. 100% Porygon. Jetzt also, vor allem gucke ich extra unten, dabei steht es ja oben auch an dem Zettel, der da drin ist. Jetzt also gemaxt auf Level 40, 100% Porygon Z. Die 100 schreiben wir wieder dran, dass wir uns das merken. So, das war's. Das hat ja eigentlich gar keinen Körper mehr. Was ist das? Das wird immer kleiner und bubihafter. Und, oh, aber der böse Blick natürlich, wie es da guckt.
komplett ausrastet. Das war's aber von meiner Seite. Habt ihr auch schon einen Porygon Z entwickelt und würdet ihr eins maxen oder nicht? Wie findet ihr das allgemein? Schreibt es natürlich mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von meiner Seite. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.